Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Call of Duty Black Ops 2. Na klar, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Ich nehme MC oder sowas. MP5. Okay. Komm, wir nehmen die. Die ist ja momentan empfohlen. Die Tech 45. Ich nehme die Tech 45. Und ich lasse den Rest einfach mal so, wie es war. Und let's go. Sichern Sie Karma. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen fortuna de Falcon. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Treffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar? Eine Eingreiftruppe bereit, Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menendez richtig nahe. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Sie kann auf Deck 7 landen. Kurs beibehalten. Sieht gut aus. Verstanden. Icarus 9 beginnt Sinkflug. Alle Kanäle offen, Fabian. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor den Falkos-Leuten zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Hast du Pakistan vergessen? Dein Gesicht sieht nicht gut aus, Harper. Hey, vergiss das Gesicht. Hinter dem Körper werden sie hier sein. Agitis, meinst du, die erwarten Ärger? Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raoul Menendez macht. Okay, wir müssen einfach nur hier durchlaufen. Und das macht er gerade nicht automatisch, sondern wir machen das selbstständig. Okay, cool bleiben. Cool bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Sir, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Peters, können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Verdammte Scheiße. Ich dachte, wir werden diesmal gegrillt. Ganz ruhig, Harper. Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Hallo, die Damen, wir sind von der Gewerkschaft. Wie jetzt? Die Leute arbeiten nicht so viel in Colossus. Was ist das? Guten Tag, meine Herren. Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Wir fahren alle zur Hölle. Ich find's gerade relativ cool, ich könnte es die ganze Mission lang machen. Na, was geht, Salazar? Starre ich dich zu sehr an? Ich liebe sie. Ich liebe sie, Salazar.
Ja, fetter Aufzug mal. Ja, dankeschön. Wow, sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Alter, das sieht echt mega aus. Was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menendez so viel einsammelt. Die bewegen ihren Mund doch gar nicht. Die können doch gar nicht sprechen. Ich suche das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Wer spricht da? Verstanden. Ich check's nicht. Sprich ich? Oh, wie geht's dir, Schönheit? Piss dich, Arschloch. Oh. Na, wie geht's dir, Salazar? Ich liebe sie. So weit, so gut. Okay, du kannst doch sprechen. Ich liebe sie immer noch. Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Wir sind von der Gewerkschaft hier. Akzeptier okay. Es endlich. Jackson, ich bin drin. Leg los. Okay, mit der Waffe kann man auch ziemlich schnell rushen. Das ist ziemlich geil. Eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Was ist das okay, denn? Legen wir los. Sag mir nicht, ich spiele jetzt als Insekt dieses. Oh, ist Insektenroboter oder sowas. Das ist Papa, cool. Das ah, wie cool. Ist voll von denen. Sie sind feindlich. Okay, was soll ich damit machen? Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Ey, ich finde es cool. Ich finde die Mission richtig geil. Das sorgt für Abwechslung, das ist schön. Das macht auch mega Spaß. So, Leertaste zum Springen. Ah. Was machen Sie? So, jetzt muss ich entlang. Schalten Sie den elektrostatischen Filter aus, ach so. Erst wenn Sie Karma gesichert haben. Okay, haben wir gemacht. Ich finde die Mission relativ geil. Chillig. Bock schon, ey. Ich mag sowas. Sorgt für Abwechslung, Bro. So, dann sind wir auch gleich beim nächsten Ziel. Wie komme ich da durch? Achso. Kann ich da hochklettern? Bin ich jetzt rübergekommen? Ja, ich bin rübergekommen. Bin ich jetzt... Ah! Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber ich bin irgendwie hier weitergekommen. Habe ich jetzt verkackt? Warum? Was habe ich gemacht? Hä? Was soll ich hier machen? Hä? Was will der von mir? Ah, was willst du denn von mir gerade? Aha. Was? Das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Okay, warte mal. Was soll ich hier genau machen? Ich muss, glaube ich, an der Wand irgendwas hochkrabbeln oder sowas. Aber wie? Oder nee, hier. Oh. Ja, gut. Bin ich dumm. Sorry, bin dumm. Das war richtig dumm. So, da komme ich hoch. Und müssten... Wo lang muss ich hier entlang, oder? Ich glaube, der wollte, dass wir hier entlang gehen, oder? Ja, wir sind richtig. Die Markierung. Ausschalten. Na dann stirb! Scanne. Was? Wieso im Auge? Oh, nee, ich kann das nicht sehen. Fuck. Es sind die Söldner. Harper, du hattest recht. Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen. Los jetzt! Ja, mach die Tür auf. Oh, ich soll die aufmachen. Okay, macht Sinn. Los! Ah, wir haben die Augenprobe jetzt von diesen einen Typen da. Okay, es macht Sinn. Dann kommen wir nämlich hier durch. Alter, das sieht... Wir müssen gerade gegen die Terroristen von Counter-Strike antreten, oder? Sieht echt so aus. Wo sind die denn? Ah, hier.
Keiner besiegt mich. Vor allem nicht die Leute aus Counter-Strike. Also nicht die Terroristen von Counter-Strike hier. Verpiss dich. Sicher. Bitch, please. Wir sind hier in Call of Duty und nicht in Counter-Strike. Variant, F zum Hacken. Ich muss den Feind identifizieren. Verknüpfe die Söldner in den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lad die Daten auf mein HUD. Verstanden. Platziere Ablenk. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Farid Bang. Okay, sind drin. Die Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein. Achso, D. Was? Ich drück nur D. Durchsuche die Lieferscheine. Stichwort Karma. Ah. Muss die Maus dann noch ein bisschen bewegen. D und Maus bewegen, rechts. Stehe. Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme. Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns. Durchsuche die Überwachungskamerabilder. Texterkennung Karma. Da. Karma ist keine Waffe. Es ist eine Frau. Chloe Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Hat er die nicht schon angesprochen, der Harper? Solar. Ich glaub schon, oder? Ziel erfüllt. Section, hörst du zu? Da sind noch mehr Söldner vor der Tür. Farid, der Feind ist vor der Tür. Wir kommen nicht raus. Öffne die Tür zum Computerraum. War das nicht die Musik, wo man die Wartemusik, bevor man Nuketown ausgewählt hat oder so? Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Oh fuck. Das ist vor Nuketown, das ist sicher. Das ist die Mission, wenn man auf Nuketown wartet, beim Multiplayer. Cool. Von daher kenne ich sie zumindest. Wir besiegen die Counter-Terroristen. Die Counter-Strike-Terroristen. Abgekürzt Counter-Terrorist wäre ja falsch. Weil das dann Antiterroristen wären. Und das sind ja in dem Fall jetzt wir, glaube ich. Wow, wow, blend. Der hat mich geblendet. So. Da ist jemand, da ist jemand. Kannst du ihn mal. So, let's go. Schön nachladen. Oh fuck, Mann. Wo ist der Typ? Ist hier noch gar keinen. Ich hab keinen gesehen, Mann, beim Scheißrauch. Wegen dem Scheißrauch sieht man auch gar nichts. Kann ich doch nichts für. So, wo sind wir hier? Oh, hier. Ah, wieder mal am Anfang, oder was? Oh mein Gott, bin ich hier schnell durchgerast. Hätte ich nicht so schnell machen müssen. Also jetzt auch relativ Brain Train. Oh, ich rase jetzt zu schnell durch, sorry. Wir haben ja auch keinen Bock, das alles 30 Mal zu sehen. So. Jetzt ist die Sicht. Der Weg ist frei, aber hier ist immer noch, sind immer noch ein paar. Ich schmeiß einfach eine Granate hier rein. Und ich warte, bis der Rauch weggeht. Habe ich welche mit der Granate getötet? Ernsthaft? Geil. Aufteilen. Mit dem Aufzug ins obere Stockwerk. Verstanden. Ich treffe mich mit Harper. Okay, da sind wir hier ganz allein. Sie? Chloe, Sie müssen sofort mitkommen. Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin Mike Harper. Ich bin ein Navy SEAL. Lassen Sie die Finger von mir. Hey.
Hören Sie zu! Ihr Leben ist in Gefahr! Terroristen sind hinter Ihnen her! Terroristen? Wovon reden Sie? Chloe! Die kommen von Raúl Menéndez! Schütze sie, Harper! Wir sind unterwegs! Okay, der Türsteher lässt mich natürlich rein. Ich bin hier VIP. Oh. Oh. Okay. Wir wollen hier rein, Sir. Dankeschön, Sir. Harper, wo bist du? Wir sind auf der Tanzfläche. Bin unterwegs. Section, ich bin auf dem Balkon des Clubs in Position. Ich sehe euch tanzen, ihr Schnückelchen. Richtig geile Mucke. Alter! Salazar, schießen sofort! Kein Schussfeld! Zu viele fünf Geiseln! Sekunden, Chloe! Nein! Feuer eröffnen! Oh, in Zeitlupe, wie cool. Fuck, Mann, voll verkackt. Den Weg abschneiden. Was ist hier los? Oh Gott. Wir sind US Navy SEALs. Hören Sie, Sie müssen die Waffenkammer öffnen, um Ihre Leute zu bewaffnen. Hey, hey, hey. Hören Sie. Konzentration. Okay. Okay. Sie müssen es tun. Okay. Die Sicherheitswaffenkammer. Was ist passiert? Falco hat vor dem Nachtclub eine Bombe gezündet. Er hat das Mädchen. Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck. Oh, was haben wir da bekommen? Wie cool. Er ist im Einkaufszentrum. Dann los! Sie wollen diese Kamera aber unbedingt. Farid, der Falco sprengt! Ist der Hurensohn noch an Bord? Ich bin nicht sicher, ich sehe nichts. Wir müssen diesen Bastard De Falco schnappen. Wo ist dieser De Falco überhaupt? Ey, wer ist dieser Typ überhaupt? Warte mal, ich glaube, den kennen wir sogar, oder? Stimmt, es war der Gesprächspartner von Raúl Menéndez, oder? Kann das sein? Stimmt. Daran erinnere ich mich noch. So, wo kommt denn ihr her? Die Kakerlaken. Bam, weg mit euch hier.
untergestalten. Ja, er verlässt das Einkaufszentrum. Dieser Scheißkönner macht mich echt krank. Farid, du musst die Falkos Zünder stören. Ich arbeite sofort, Farid Bing. Farid, kannst du eine AGD-Einheit bei Station 55 hacken? Station 55! 55! Hab sie! Setze Parameter. ID-Bewachung und Schutz. Öffnen! Achso, ich soll da mithelfen. Ist das... Ist das ein Gegner? Ja, wahrscheinlich, weil es rot leuchtet. Was ein Zufall, dass es genau rot leuchtet und man dann genau weiß, dass es nicht in unserem Team gehört. Denk mit euch. Schön. Wieso schubst ihr mich weg, Mann? Ich bin hier, um euch zu helfen und nicht, um euch irgendwie zu stören. Es ist das Handy. Ich block das Signal. Okay, bin dabei. Nicht langsamer werden. Es geht etwas... Was? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Ich bin doch gesprungen. Ich bin hier da, um euch zu beschützen, Jungs. Schön eure Base. Okay, wir müssen, glaube ich, hier entlang oder so. Weil hier kannst du nicht lang. Weg mit diesem Viech. Der kann ich auch nicht lang. Geh kaputt, Mann. Sehr schön. Da fehlen jetzt nicht mehr viele. Das sind nur ein paar ganz normale Soldaten. Frag mal, ich habe gar keine Munition mehr. Immer noch meine Waffe. Tech 45. Fuck. Oh mein Gott, Alter. Kannst du nicht zerstören? Jawohl, sauber, Mann. Ah, hier ist Del Falco. Oh, sorry. Ja, sorry. Achso, ich soll den... Ich darf den gar nicht töten, sonst... Oh, sorry. Er kommt uns. Jetzt chill mal deine Base, Mann. Ich hab's doch gar nicht gewusst. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Munition. Weg mit diesem Viech. Okay, ich darf auf die nicht schießen. Alles klar. Kann ich irgendwo Munition bekommen? Naja, zum Glück haben wir erstmal einen Kontrollpunkt erreicht. Das ist für mich eher das Wichtigste. Okay, ist kaputt. Er wird nicht zögern, Kolossus zu versenken und seine Spuren zu verwischen. So, let's go. Wir sind gleich mit der Falco. Ich bin gleich da. Keine Sorge, Jungs. Ich werde ganz bestimmt nicht hier bleiben. Wir müssen zurück zu Obama. Wieso ist das Mädchen so wichtig für Menendez? Ist das extra so, oder?
Okay, das ist extra so. Karma entführt, der Falco noch am Leben. Okay. Wie gesagt, sorry. Okay, dann gibt es hier noch zweite Chance. Zielperson sichern. Ja, gut. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2. Das ist, glaube ich, die letzte optionale Mission. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Es kann natürlich noch mehr kommen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns dann wirklich im nächsten Part wieder, meine Freunde. Haut rein, ciao, bis im nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2.